Evolutionstherapie. Ich habe schon einmal gezeigt, mein Büchlein. Heilung. Erlösung. Liebster Jesus, führe du mich wieder zur Quelle und sprich allein du in mir, zu mir, durch mich und zu allen, durch mich, zu allen, denen du dein Wort, dein Heil, deine Erlösung zukommen lassen willst. Auch durch dein Wort. In deinem Wort ist Heil, Heilung, Erlösung. Du allein bist das Heil, die Heilung, die Erlösung. Du allein bist der Erlöser. Nimm mich als dein Werkzeug, als Zeugen deiner Werke und deiner Worte, die du durch mich allen Seelen zusprichst, diesseits und jenseits, sichtbaren und unsichtbaren Welt, wo es dein Wille ist, geschehe allein dein Wille, jetzt und alle Zeit, hier und alle, an jedem Ort. Professor Dr. Dr. Andreas Resch, der Parapsychologe in Innsbruck, schreibt im Vorwort zu meinem Büchlein Evolutionstherapie über die Inhalte, über die Protokolle dieser Rückführungen. Diese Protokolle zeigen, dass der psychische Integrationsprozess evolutive Strukturen aufweisen kann. Damit verweist Gruber auf einen neuen Aspekt psychologischer Betrachtung. Während man nämlich in den Naturwissenschaften den evolutiven Lebensprozess als völlig gegeben annimmt, ist in der Psychologie die Frage der Evolution im Sinne einer überindividuellen Beeinflussung kaum gestellt worden. Zwar hat C.G. Jung mit der Theorie des kollektiven Unbewussten eine Raum- und Zeit überschreitende psychische Einflusssphäre im Sinne einer zentralen Weltpsyche betont, doch fehlt dabei die kosmisch-evolutive Dimension des Individuums. Hier kommt dem Gedanken der Evolutionstherapie, dass wir es beim Menschen mit einem kosmischen Menschen zu tun haben, dessen Wurzeln im Weltenursprung liegen und dessen Zukunftserwartung in einem persönlichen Erfülltsein verwurzelt ist, das über seine Individualität hinausreicht, eine besondere Bedeutung zu. Und aus dem Büchlein Der Weg, das ich für meine Patienten geschrieben habe als Leitfaden, unter dem Titel Die Evolution der Seele. Es geht also um die Evolution der Seele, nicht so um die Evolution der Materie. Die Materie ist nur ein Hintergrund, eine Hilfe für diese Evolution der Seele, oder sollte es zumindest sein, nach meinem Erachtens. Der Untertitel meines Buches heißt nicht Reinkarnationstherapie, also von diesem Buch, sondern Evolutionstherapie. Es geht meines Erachtens nicht um eine Evolution der Materie, der körperlichen Ebene, sondern die Evolution betrifft eigentlich die seelische Ebene. Es geht um die Evolution, um die Entwicklung der Seele. Es ist die Seele, die durch verschiedene Evolutionsstufen über Mineral, Pflanze, Tier, Mensch zum Menschen sich hinaufentwickeln, so wie es im Buch beschrieben ist. Also Patienten bei mir in meiner Rückführung, in meiner Evolutionstherapie erlebt haben. Also nicht nur als Mensch, als Tier, als Pflanze, als Stein. Es geht, wie es der Mathematiker und Physiker Arthur Young in seinem Buch Der kreative Kosmos am Wendepunkt der Evolution in seinem Bogenmodell beschreibt, zunächst um eine Involution, das heißt Abstieg vom Geist in die Materie, Sündenfall, Entstehung des materiellen Kosmos, und dann wieder um den Aufstieg von der Materie in den Geist, um die Vergeistigung der Materie in der Evolution. Das ist die Rückkehr des verlorenen Sohnes in der Bibel. Der Sohn, der von Gott, dem Geist, der geistigen Ebene ausgeht,
abfällt in die Materie, zu den Schweinetrögen geht und dann wieder heimkehrt zum Vater, in den Geist, aus dem Tod, materieller, gebundener Zustand, wieder zum Vater, zum Leben, freier Zustand, zurückkehrt. Die Befreiung, Erlösung und damit Heilung von Krankheiten, Schuld und Schulden sehen Reinkarnationsgläubige, indem man in vielen Inkarnationen sein Karma, seine angehäufte Schuld und die daraus folgenden Krankheiten abträgt. Diesem Glauben gegenüber, dass man selber seine Schuld abtragen könne, dem Glauben der Selbsterlösung, in entsprechend vielen Inkarnationen bin ich skeptisch. Ein Bild möge dies verdeutlichen. Wenn ich 1 Million Euro Schulden hätte, müsste ich, wenn ich ernsthaft meine Schuld abtragen will, sofort aufhören, neue Schulden zu machen. Ich möchte einen Menschen sehen, der nicht jeden Tag durch Lieblosigkeiten im Denken, Reden und Tun neue Schuld und neue Schulden anhäuft. Eine eigene Schuldtilgung ist meines Erachtens also nicht möglich. Der Einzige, der meine Schuld oder Schulden abtragen, auflösen kann, ist der, der dies uns direkt angeboten hat. Werft alle eure Schuld auf mich. Ich werde euch frei machen. Meines Erachtens gibt es außer Jesus keinen Menschen, noch keinen Gott, der uns dies angeboten hat. Warum ergreifen wir also nicht seine Hand und übergeben ihm all unsere Schuld und bitten ihn um Erlösung und Befreiung von unserer Schuld und damit von unseren Krankheiten? Nur indem Jesus in unsere Fußstapfen gleichsam tritt, unsere Schuld, unsere karmische Last, unser Kreuz tatsächlich von uns ab auf sich nimmt, werden wir wirklich frei von unserer selbst durch viele Inkarnationen hindurch aufgeladenen Last, von unserem Karma. Er hat unser Kreuz nach Golgotha getragen und durch seinen Tod am Kreuz uns prinzipiell schon von aller Schuld, vor allem der sogenannten Erbschuld, ist gleich dem oder analog dem Karma, befreit. Er hat damit die Möglichkeit, die Heils- und Heilungsmöglichkeit, den Heil- und Heilsweg geschaffen. Wir müssen jedoch auch diese Heilsmöglichkeit in Jesus ergreifen. Wir müssen diesen Heilsweg auch wirklich beschreiten, indem wir Jesus wirklich nachfolgen, dadurch, dass wir unser Kreuz, unser Schicksal, unsere Krankheit zunächst freiwillig auf uns nehmen und seinen Weg zum Heil, zur Heilung, zum Vater, zu Gott, zur Liebe gehen. Er hilft uns dann, unser Kreuz, unsere Krankheit, unser Schicksal zu tragen oder nimmt uns ab, was wir nicht zur Vollendung unserer Seele brauchen. Krankheiten sind oft notwendig, ein notwendiges Übel, für die Entwicklung unserer Seele. Und Gott, Jesus, sieht vor allem auf das Heil der Seele, nicht auf das Heil des Körpers, vor allem wenn das Unheil des Körpers, zum Beispiel Schmerzen, notwendig für die Heilung, die Entwicklung der Seele sind. Es gibt also nur einen einzigen Weg, eine einzige Methode zum Heil, zur Heilung, und das ist Jesus. Und zwar, wenn Jesus in mir, in meiner Seele, den Weg zum Vater, den Weg von der Krankheit zum Heil, vom Tod zum Leben, von der Materie zum Geist geht. Ich bin erst am Ziel dieses Weges, die Methode hat erst dann Erfolg, wenn ich mit Paulus sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nur wenn mein niedriges Ich, mein egoistisches, eigenliebiges Ich ersetzt ist durch das höhere Ich, durch Jesus Christus, JCH, bin ich wirklich lebendig, heil, geheilt, habe ich statt des Todes das Leben in mir. Ich habe durch meine Sünden, durch meinen Abfall von Gott, durch meine Trennung von Gott, vom Leben mir selbst den Tod eingehandelt, den Tod verschuldet, den Tod gewählt, bin von Gott, vom Geist weg in die Materie gegangen, habe mit Luzifer den Abfall von Gott, den Sündenfall mitgemacht als verlorener Sohn und erst wenn ich aus freiem Willen umkehre, mich von der Welt, von der Materie abkehre, mich wieder Gott, mich wieder dem Geist, der geistigen Ebene zukehre, wenn ich mich bekehre, kann Heilung, kann der Heilsweg beginnen. Nur allein Jesus kann diesen Heilsweg in mir, in meiner Seele gehen. Das heißt, der göttliche Geist, das Leben, das Heil, die göttliche Liebe in mir muss meine Seele ergreifen, durchdringen, vergeistigen und darauf auch den Körper, Seele und Körper müssen also vergeistigt,
Körper, Seele und Geist, als Körper und Seele müssen also vergeistigt vom materiellen toten Zustand wieder in den geistigen, lebendigen Zustand versetzt werden. Allem voraus geht meine freie, aus freiem Willen getroffene Entscheidung. Ich muss mich entscheiden zwischen Gott und Luzifer, zwischen Leben und Tod, zwischen Geist und Materie, zwischen Gott und Welt. Ich kann nicht zwei Herren dienen, Gott und der Welt. Erst wenn ich frei und wahrhaftig die Entscheidung getroffen habe, mich von der Welt der Materie ab und Gott zuzukehren, mich also zu bekehren, Metanoen griechisch heißt, mich dem Geist, dem Nous zuwenden, kann wirklich Heilung, kann der Heilungsprozess, der Heilsweg beginnen. Herr Jesus, du allein bist das Heil, die Heilung, der Heiland. Nur allein du kannst mich heilen, zum Heil führen, zum Vater, zur Liebe. Nur du allein bist der Erlöser, du allein kannst mich erlösen. Du kannst mich lösen von allen Bindungen an die Erde, an die Materie, an die Menschen, an alle meine Gedanken, Gefühle, die jemals von mir ausgegangen oder in mich hineingekommen sind. Ich bitte dich, liebster Heiland, Erlöser Jesus, erlöse du mich, löse mich von allen Bindungen, binde mich ganz allein an dich. Mach du mich heil an Geist, Seele und Leib. Bring du alles in Ordnung, was ich in Unordnung gebracht habe, in diesem und früheren Leben. Füge du mich wieder in die göttliche Ordnung ein. Lass mich Einordnung in deine Ordnung und deinen Willen, deinen Heilsplan erfüllen. In Gedanken, Worten, Werken, geistig, seelisch und körperlich. Dir allein will ich dienen. Du allein bist der Herr. Lass mich dein Knecht sein. Du allein bist mein Vater. Lass mich dein Kind und dein Werkzeug sein. Und lass mich ein Werkzeug deines Heils sein. Für mich und all die meinen und alle, die du mich schickst, wo du mich gebrauchen willst als Werkzeug des Heils, der Heilung, des Segens. Lass dein heiliges, heilendes Wort in mich und durch mich fließen, zu allen Seelen im Diesseits und Jenseits, die deiner und deines Heils, deiner Erlösung bedürfen. Es geschehe jetzt und alle Zeit allein dein heiliger Wille. Segne du jedes Wort, das aus meinem Munde kommt. Erfülle es mit deiner Liebe, deiner Wahrheit, deinem Licht, deinem Heil. Lass es allen zum Heil und zum Segen gereichen. Geist, Seele und Leib, dein Wille geschehe. Amen. Danke, Vater.